So Leute, ich bin wieder da. Und wir reden jetzt Viel per Chat. Gesundheit. Erzähl mir ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben. Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Kann ich was fragen? Was ist mit den Scarletson? Gott schickte sie als Strafe für unsere Sünden. Sie arbeiten nicht, sondern faulenzen nur und betteln. Und man muss ein gutes Auge auf seine Habe werfen. Hoffentlich sehe ich bald nur noch ihre Kehrseite. Was hältst du von all dem, was sich ereignet hat? Mich kümmert sonst nicht, was die hochwohlen Herren tun. Aber dieser Schlamassel ist schlecht fürs Geschäft. Die zwei Brüder da sollten die Sache unter sich klären, ohne uns mit reinzureiten. Mir ist es Schnurzpiep egal, wer König ist. Aber dieser ungarische Eindringling geht zu weit. Weißt du irgendetwas über die Kumanen? Den heidnischen Abschaum, den Sigismund angeschleppt hat? Was fragst du? Hast ja mit eigenen Augen gesehen, wozu die fähig sind. Okay, das war jetzt kein langes Gespräch. Deswegen reden wir jetzt auch noch mit der Resa. Das wäre alles. Lebe wohl. Wo ist denn die Bibi? Da. Nein! Hast du schon gegessen? Ja, es war sehr gut. Hast du das gebacken? Ja, freut mich, dass es geschmeckt hat. Sei gegrüßt, Heinrich. Ich wüsste gerne. Na, wie gefällt es dir in Rathai? Die Stadt ist groß und gut befestigt. Wir sind hier wohl sicher. Und sie nahmen uns in der Stunde der Not auf, aber wie lange noch? Ich glaube, bald werden sie unser überdrüssig. Wie kommen die Scarletzer zurecht? Sie leben, das ist das Wichtigste. Haben Unterschlupf, kommen aber gerade über die Runden. Die Rathaier sind nicht erfreut, dass die Stadt voller Bettler ist, die sie wohl nicht so schnell loswerden. Weißt du irgendetwas über diese kumanischen Schände? Du weißt schon. Offenbar kamen sie von Gott weiß woher nach Ungarn. Die Leute erzählen Schreckensgeschichten. Hoffentlich sehe ich sie nie wieder. Das wäre alles. Hast du einen Augenblick? Ich habe ein paar Fragen über Scarlets. Ich kann mich kaum erinnern. Na gut, was willst du wissen? Wie hast du mich von Scarlets hergebracht? Herr Robart und seine Männer luden dich auf einen Karren, und wir spannten eine alte Mähre davor, die die Halunken zurückgelassen hatten. Die Männer eskortierten uns bis hierher. Gott segne sie. Was ist mit den Banditen? Herr Robart und seine Männer verjagten sie. Sie töteten ein paar, aber der Hühne, der dich fast umgebracht hätte, floh. Und Bishek auch. In Scarlets wird es lange nicht sicher sein. Warum nur hat Bishek das getan? Ich hatte nie viel für ihn übrig, aber das... Er war schon immer ein Dreckskerl. Kein Wunder, dass er sich denen anschloss. Wenn du wüsstest, was er mir angetan hat. Sag es mir. Als die Kumanen, wie man sie nennt, als sie kamen, stieß Bishek mich nach draußen und floh. Er opferte mich, um seine eigene Haut zu retten. Dieser Bastard. Wo ist das Schwert? Du hattest ein Schwert? Das ist wohl weg. Dieses Gesindel nahm alles, auch dein Pferd. Das Pferd kümmert mich ein Dreck. Es war sowieso gestohlen. Aber ich versprach Vater, das Schwert zu Herrn Ratzig zu bringen. Ich muss es zurückholen. Das kannst du nicht. Sei einfach dankbar, dass du noch lebst. Was ist mit den anderen Überlebenden aus Scarlets? Sie flohen nach Rathai. Und nicht alle Rathaier sind sonderlich erfreut darüber. Und Matthäus, Fritz und Matthias? Johanka? Sind sie am Leben? Sie leben. Matthias soll beim Gestüt in Meerhojet sein. Johanka ist in Sasau. Und Fritz und Matthäus. Nun, du kennst sie ja.
Sie stromern irgendwo umher und treiben bestimmt Unfug. Was ist mit Herrn Ratzig? Herr Hanusch, der Herr von Ratai, gab ihm seine untere Burg. Sie heißt Pirkstein. Er selbst lebt in der oberen Burg. Die Skalitzer haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Wie bist du diesen Kumanen entkommen? Du irrst dich. Wärst du nicht gewesen? Sie kamen zur Mühle und schlachteten alle ab. Und hoben mich als Letzte auf. Nachdem du sie abgelenkt hattest, floh ich zu meinem Bruder in die Minen. Er war schon tot. Aber dir schulde ich mein Leben. Und ich schulde dir meines. Also sind wir quitt. Ich will dich nicht weiter belästigen. Genug der Fragen. Sollen wir das DLC starten? Ich glaube, wir starten jetzt das DLC. Wie ist es dir eigentlich in Scarlet ergangen? Ich meine, während des Angriffs und... Du weißt schon. Das ist eine lange Geschichte. Und keine schöne. Sicher, dass du sie jetzt hören willst? Sicher. Also gut. Es war ein Tag wie jeder andere. Und ich tat, was ich jeden Tag zu tun pflegte. Ich stand vor den anderen auf. Es war ein schöner Morgen. Die Sonnenstrahlen waren gerade dabei, den nächtlichen Frost zu vertreiben. Wer ist denn da? Komm her. Und ein Windhauch trug den Geruch des Morgentaus und Frühlings zu mir. Na du, oh ja, guter Junge. Ich wollte alles erledigen, vor die anderen im Haus aufwachen. Und an diesem Morgen war ich besonders emsig. Was auch immer emsig bedeutet, ich bin fast fertig. Hallo, Spiel? Wo dann die Arbeit ruft, ich muss Spritzer und die Hühner füttern im Unkraut. Ich erledige das besser, bevor Vater aufsteht. Ah. Hat gut geschmeckt. Die Stufe 13 in Hundeflüsterer. Warum hatten die 3 auf Bogen? Okay. Jeder das Unkraut im Garten, holt das Hühnerfutter, sieh in der Vorratskammer nach, füttere Spritzer. Okay, C, B und A. Und D. C ist jetzt, will erstmal C machen. Ich muss Spitze ein Stück Fleisch bringen. Da wird er sich freuen. Okay. Wo ist denn der? D.
Da ist der Hund. Moin, Junge. Gönnt ihr. Hund? Backst du? Komm mal her zu mir, Hund. Hund? Komm. Immer schön weiter. Aha. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. So, ich habe ganz kurz meinen Kakao ausgetrunken. Jetzt hole ich kurz das Mikro ran. So. Dann geht's jetzt los mit der Resos DLC. Okay, der Res hat 99 Sattheit. Ah da, Hühnerfutter. Moin Jungens. Hier für euch. Bock, 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 bock. Bitte sehr, füllt eure Schnäbelchen. Braucht man aber eigentlich gar nicht, weil die Hühner finden genug im Boden. Die Körnchen sind nur zum Genießen. Wie so ein Schoko bei uns. Moin Hund. Jetzt lernen wir, ob Hunde nützlich oder unnützlich sind, weil wenn ich der Reser nach dem Hund anspreche, dann müssen wir den Hund mitnehmen, weil ich kann zu ihr nicht sagen, nein, ich nehme den Hund nicht. Und da würde ich mich jetzt gern noch mal vergewissern, ob ein Hund richtig nice ist oder ob ein Hund eher nicht so nice ist. Ja, da waren wir ja schon mit Heinrich. Wie viel kann denn der Rese tragen? 74. Ich muss kurz was ausprobieren. Okay, wenn man der Resa komplett auszieht, dann hat sie das an. Und das hat sie sonst drüber. Nachthemd. What the fuck, einfach nur. Das sollte reichen. Jetzt sieht der Garten wieder manierlich aus. Okay. Sprich mit deinem Vater. Theresa, wo bleibst du denn? Ich hab Hunger. Theresa, komm her! Ja, ich hab grad was gemacht. Was gibt es denn, Vater? Hol die Nägel beim Schmied ab. Sie sollten fertig sein. Hier, das Geld. Jawohl. Gibt es sonst noch etwas zu tun? Nein, außer du willst noch beim Markt vorbeischauen und Vorräte kaufen.
Ach, und weck vorher Samuel auf. Der Faulpelz lümmelt noch im Bett herum. Er sollte sich ein Beispiel an dir und Stibor nehmen. Euch muss man nicht unentwegt antreiben. Naja, immerhin taugt er mehr als dieser Nichtsnutz Bischek. Dieser tu nicht gut. Ein Gehilfe wie er ist sein Geld nicht wert. Dass ich ihn nicht schon längst rausgeworfen habe, verdankt er seinem Vater. Gott hab ihn selig. Für wahr, er ist ein Faulpelz. Und besonders nett ist dieser ungehobelte Kerl auch nicht gerade. Der Herrgott wird ihn eines Tages strafen, glaub mir. Doch er soll jetzt seinen Arsch zur Arbeit bewegen. Gut, Bischek und Samuel antreiben und Nägel holen. Ersteres wird nicht leicht. Glaub ich gern. Ach, und Theresa, sobald du dein Tagwerk vollbracht hast, habe ich eine kleine Überraschung. Tatsächlich, Vater? Muss das unbedingt bis später warten? Neugier ist der Katze tot. Würde ich es sagen, wäre es keine Überraschung mehr. Oh, na schön. Oh. Okay. Muss ich da nach oben? Oh yeah, da kämen Leute rum. Regeneriert, boah, okay, und Trank des Baden. Redekunst, das hätte ich jetzt gerade für den Vater gebraucht. Samuel, steh auf, es ist schon hell und die Vögel singen. Ja, ich bin schon wach. Essen haben, bevor du zur Mine gehst. Jawohl, Mutter, du musst mich nicht wie ein Kind behandeln. Scheint ein schöner Tag zu werden, was? Ich sollte am Teich Fische fangen. Du musst heute arbeiten. Ich weiß. Ich könnte nach dem Mittagessen abhauen. Das kannst du schön vergessen. Schließlich hat sich Wendel schon neulich über dich beschwert. Weil Tonda den Eimer abbekommen hat? Das war nur ein Unfall. Nicht der erste Unfall in deiner Gegenwart. Was bedeutet, wenn ich früher gehe, passiert auch niemandem etwas. Und der Fisch wird morgen auch unser Mittagessen. Du fauler Narr. Du machst am Teich doch eh nur ein Nickerchen. Das Einzige, was du fangen wirst, ist eine Backpfeife vom Vormann der Mine. Aber du bist ja kein Kind mehr und kannst das selbst mit Wendel klären. Mach ich doch immer. Alright. Dann ab an die Arbeit, Junge, sagte der Typ, der nie arbeitet. Okay. Dann gucken wir mal aufs Questlog. Bring Bischek dazu, sich an die Arbeit zu machen, ist B. Jetzt bin ich überfressen. Vater sagt, du bist faul und am liebsten würde er dich hinauswerfen. Ach, warum sollte er? Er hätte dann nämlich nur noch Stibor und Stibor arbeitet sich auch nicht gerade den Rücken krumm. Hör zu, Bischek. Wenn mein Vater dich für einen Faulpelz hält, solltest du dir besser mehr Mühe geben. Ich sag dir das doch nur, um dir zu helfen. Oder willst du wirklich deine Arbeit verlieren? Bei euch dreht sich alles um die Schufterei, als wäre sie ein Segen des Himmels. Schon gut, ich mach mich an die Arbeit. Hauptsache, ich hab meine Ruhe. Das klingt schon besser. Und wird dein Schaden nicht sein. Okay. Der Trank des Baden hätte uns beim Vater nichts geholfen, weil der Vater von uns gern Ding gehabt hätte. Also weil der Vater von uns Charisma braucht. Und wir haben als Theresa 9 Charisma. Das haben wir mit Heinrich nur mit Ausrüstung. Heinrich ist echt ein uncharismatischer Typ. Naja, aber ich strotze ja auch nicht gerade von Charisma. Also passt das schon. Ich gehe mal kurz zum Haupttor, weil da waren ja Ringelblumen. Und in dem DLC brauchen wir unbedingt Ringelblumen. Der Hund, ist das unser Hund? Ich dachte, das wäre der Hund von unserem Vater, weil der jetzt mit uns mitläuft. Wir hätten da, wo wir mit Heinrich runtergegangen sind, mit Theresa hoch können. Aber warum sollten wir das machen?
Who is this? Das scheint mir ein Jäger zu sein oder sowas. Meisterbogenschütze. Möchte sich jemand mit mir im Bogenschießen messen? Ich denke schon, aber womit willst du denn antreten? Du hast keinen Bogen. Allerdings könnte ich dir einen verkaufen. Wie viel kostet ein Bogen? Du kannst mir gar nichts verkaufen. Was bist denn du für ein Schwätzer? Allerdings könnte ich dir einen verkaufen, aber ich habe keinen im Inventar. Und ich habe auch keine Auswahlmöglichkeit, um zu sagen, er soll einen holen gehen. Weil wir Spasten sind, jeher. Okay. Da links waren vorher die Gegner mit Heinrich, oder? Oder habe ich mich jetzt verlaufen? Ich dachte eigentlich, da geht's entlang. Boah, Theresa hat so viel mehr Ausdauer als Heinrich. Was gibt's hier? Köhler? Was? Ein Töpfer. Das macht die Arbeit, Töpfermeister. Eigentlich komme ich gut voran. Aber nicht, wenn mich eine Müßiggängerin stört. Ich habe zu tun. Was glaubst du, warum ich außerhalb lebe? Damit mich niemand mit seinen törichten Fragen aufhält. Tut mir leid, dass ich beim Vorbeigehen höflich sein wollte. Wenn ich wieder mal einen Krug brauche, gehe ich zum Töpfer am Fluss, damit du keine wertvolle Zeit verlierst. Schönen Tag noch. Boah, ist das ein Arschloch. Sei froh, dass ich jetzt kein Schwert habe. Sonst hätte ich dich jetzt einfach abgestochen. Okay, das ist jetzt nicht der Eingang. Sondern da geht's noch weiter. Vorräte sollten wir doch auch besorgen, oder nicht? Leib Christi, rette mich. O Jesus, erhöre mich. Wirk in deinen Wunden mich. Von dir lass nimmer scheiden mich. Vor dem bösen Feind beschütze mich. In meiner Todesstunde rufe mich. Und zu dir komm, heiße mich. Mit deinen Heiligen zu loben. Okay. Tschüsselü. Das sind wir jetzt doch richtig, oder? Komm, Spiel. Ich habe die Ringelblumen hier genau gesehen vorher. Echt jetzt, Spiel? Warum sind hier jetzt keine Ringelblumen? Das kann doch nicht die Möglichkeit sein. Jedes Mal, wenn ich mir was ausgucke, bastert nicht. Du findest jetzt keine Ringelblumen, weil du musst die Ringelblumen dann in der Mission finden. Es ist scheißegal, ob da vorher Ringelblumen waren. Weil das jetzt das DLC ist und dann nehmen wir die Ringelblumen einfach weg. Oder wie, da was? Ich würde gerne Playable Theresa haben in dem Game, weil ich mag es nicht mit Männern zu spielen. Liegt aber daran, dass ich überhaupt kein Freund von männlichem Geschlecht bin. Was haben wir denn eigentlich? Erste Hilfe 1 haben wir nur und wir können mit der nichts lernen. Wir können mit der gar... Können wir mit Theresa gar nichts lernen? Doch da, Hundeflüsterer können... Nee, da haben wir schon alles. Blumenkind, Schneiderlein. Für jedes selbst ausgebesserte Kleidungsstück, das du trägst, erhältst du einen Bonus von 0,5 Punkte auf dein Charisma. Das brauchen wir mit Heinrich. Okay, was brauchen wir dafür? Ups. Gefährtenspieler.
Okay, reparieren und wir brauchen reparieren 6.